einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend hier bei uns begrüßen darf auf dem Hof Bellevue zum Abschluss der Klaviertage Unna. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber nicht mehr ansteckend, sodass Sie nichts befürchten. Von den Künstlern habe ich mich schon zurückgenommen, sodass der Abend auch ohne Ausfälle hoffentlich künstlerischerseits stattfinden darf. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir wieder so ein schönes Stück hier vorne stehen haben und dass Frau Margolina Heidt, Professorin Margolina Heidt, uns wieder ausgewählt hat, dass wir hier unser Abschlusskonzert von den Klaviertagen Unna veranstalten dürfen, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben ungefähr nach einer Stunde eine kleine Pause, wo ich Sie wieder ins Foyer bitten darf, dass wir ein Gläschen Wein oder Wasser trinken können, dass unsere Stimmen geschont werden und natürlich auch auf einen kleinen Imbiss, dass wir gestärkt in die zweite Runde gehen können. Zum Künstlerischen, da bin ich wirklich ganz, ganz schlecht drin, wobei ich das sehr selten zugebe, dass ich irgendwo schlecht drin bin, wird uns aber Frau Margolina Heidt durch den Abend führen und ich wünsche uns ganz viel Spaß und einen ganz schönen Abend. Vielen Dank. Es ist wirklich ganz toll, dass wir so viele Freunde klassische Musik oder ganz besonders von Klaviertagen Unna hier empfangen dürfen. Und ich versuche es. Ja, wir freuen uns sehr, dass die Klaviertage Unna jetzt schon als fester Bestandteil des Kulturlebens Unna geworden sind. Und das merkt man ganz insbesondere, dass wir sehr viel Helfer, Unterstützer und richtig Freunde bekommen haben. Und auf dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders herzlich bedanken bei allen Gastfamilien, die ermöglicht haben, unseren Teilnehmern ganz tolle Aufenthalt hier in Unna. Ich möchte mich natürlich bei allen Freunden Klaviertagen Unna mich bedanken, die auch auf jede auf eigene Art uns unterstützt hat. Und ich hoffe, wir haben einen sehr schönen Abend heute zusammen hier und dass wir in einem Jahr uns wiedersehen. So, dann wir beginnen mit Beethovens Sonate. Die wird gespielt von einem ganz jungen Mädchen, die aus Korea kam und sie heißt Jiyeon Lee. Ja, danke schön. Und von Beethoven Opus 109 wird erst im zweiten Satz gespielt. Und dann habe ich gedacht, dadurch, dass wir so fantastisch organisiert sind und alle Programme haben, werde ich jetzt nicht nochmal nach vorne gehen müssen, sondern Konzert läuft ganz normal wie im Konzertsaal. Viel Vergnügen.